Heute starte ich in ein neues Abenteuer. Und zwar das Abenteuer Arduino Uno. Ich habe interessante 3D-Projekte gesehen, die irgendwas mit dem Arduino Uno zu tun hatten oder überhaupt mit Arduino. Und ich habe keine Ahnung davon, wie das funktioniert. Das möchte ich gerne ändern. Und wenn du auch daran Spaß hast, dann begleite mich doch einfach auf meinem neuen Abenteuer. Hallo, willkommen bei Lovima. Ich bin Martin und heute starte ich das Arduino-Abenteuer. Ich habe keine Ahnung von Arduino. Ich habe natürlich selbstverständlich mir 1, 2, 3, 4 x Videos angeschaut und selbstverständlich jedes Video auch geliked und vielleicht auch das ein oder andere kommentiert. Denn wenn sich jemand schon die Mühe macht, ein Video zu erstellen, dann finde ich, ist es das Mindeste, dass man es auf jeden Fall liked und die Mühe so ein bisschen wertschätzt. Es sei denn, es ist so schlecht, aber dann gucke ich sowieso nicht weiter. Aber das ist eine andere Sache. Wir wollen ja mit dem Arduino anfangen, beziehungsweise ich möchte damit anfangen. Und ich habe so viele interessante Projekte gesehen, gerade im Bereich 3D-Druck, die irgendwas mit Arduino zu tun haben. Und das möchte ich gerne auch mal ausprobieren. Zusätzlich zu meinen anderen Hobbys natürlich, weil ich weiß, man kann den Arduino auch in der Astrofotografie einsetzen. Und ich habe noch ein ganz spezielles Endprojekt, was ich gerne mit dem Arduino realisieren möchte, was es so nicht gibt oder auf jeden Fall nicht bezahlbar gibt. Das hat weder mit Astronomie noch mit 3D-Druck zu tun, wobei 3D-Druck sicherlich dazu benötigt wird, um das in einem gewissen Rahmen und Gehäuse unterzubringen. Aber dazu später mal mehr. Heute geht das in erster Linie um mein Arduino-Bastelkasten. Was habe ich gekauft? Warum habe ich den gekauft? Was ist da so ein bisschen drinne? Ich verlinke dir das ganz klar, falls du auch Interesse hast, das nachzubauen. Und eventuell installieren wir sogar noch die Arduino IDE heute. Mal schauen, wie weit wir kommen, was für Probleme es gibt. Ja, und einfach mal sehen, wie es so läuft. Ich wünsche dir und mir viel Spaß. Hier ist also nun mein Elego Uno R3 Ultimate Starter Kit. Bestellt bei Amazon. Natürlich verlinke ich dir das unten, damit du, wenn du Interesse hast, dir dasselbe auch dort kaufen kannst. Ich habe lange überlegt, viel geguckt, viele Sets verglichen und habe mich schließlich für dieses Set entschieden. Warum, kommen wir aber später zu, außer dass es natürlich sehr umfangreich ist und einen ziemlich guten Preis hat. Aber jetzt bin ich mal gespannt und möchte gern mal reinschauen. Also auf damit! Ich habe extra gewartet, damit wir beide zusammen da mal reingucken können. Es ist ziemlich gut verpackt, aber dadurch lassen wir uns ja nicht aufhalten. So. Das erste, was wir erstmal feststellen, ist natürlich, ist eine richtig tolle Box. Stabil, Kunststoff, so dass alles seinen Platz findet und schön aufgeräumt ist. Und wenn wir da mal reinschauen, dann ist das hier ein bisschen zu eng auf meinem Tisch. Aber so sollte das funktionieren. Wir haben hier erstmal eine Übersicht, was alles da drin ist. Auch das gehen wir später mal durch oder wir schauen mal so einen kleinen Überblick, mal sehen, ob ich das so hinkriege auf der Kamera. Versuchen wir mal so ein bisschen durchzugehen. Aber im Einzelnen erkläre ich dir sowieso, was alles bei ist. Auf jeden Fall, wie du siehst, es ist doch sehr umfangreich. Aber ich finde, für so ein Starter-Set sollte das natürlich auch sein. Eine CD. Dann schauen wir mal. Hier haben wir den Uno R3. So nicht viel zu sehen. Also einmal auf damit. Du siehst, ein ganz normales Board.
In diesem Set sind mehr als 200 Teile, aber ich gucke jetzt mal oder ich versuche mal so ein bisschen zu erklären, warum es ausgerechnet gerade dieses Set ist. Also der UNO R3 als Revision 3 war ganz klar. Ich wollte ganz gerne einen Ventilator haben, um damit ein bisschen Spielereien mit meinem Junior zusammen zu programmieren. Der steht auf sowas. Ein Airfit-Chip mit Controller war mir sehr wichtig. Und hier auch noch mit Karte, um auch damit so ein paar Spielereien zu machen. Dann finde ich dieses überarbeitete Tastenfeld natürlich auch sehr spannend. Das sieht, ja, ich würde mal sagen, modern aus und cool aus. Und damit kann man bestimmt ein paar Spielereien machen. Es gibt hier angeblich auch eine verbesserte Infrarotfernbedienung, mit der man natürlich auch interessante Sachen, ja, veranstalten kann, programmieren kann. Mal sehen, irgendwas in Richtung 3D-Druck und Beleuchtung geht da bestimmt. Dies ist ein überarbeitetes Display, was wesentlich komfortabler und auch einfacher sein soll. Und auch das ist mir für den Anfang doch recht wichtig. Ja, wir haben natürlich auch ein Breadboard, ein Steckbrett, wie es sich nennt. Das wird benötigt, um überhaupt erstmal damit starten zu können. Man könnte es unten noch festkleben, wie ich gerade sehe. Ja, und hier sind die einzelnen Löcher für die Pins der Bauteile und Kabel. Mal sehen, wie das wird. Mal schauen, hier haben wir kann ich jetzt gar nicht genau sagen, was das ist. Aber es sieht spannend aus. Eine Menge Widerstände. Ein vernünftiges Netzteil. Motoren, Batterien. Was das genau ist, weiß ich gar nicht. Sieht spannend aus. Ist bestimmt... Ah, okay. Das ist der Knopf für ein Drehpotentiometer. Nein, ist ein Taster. Okay. Viele Sachen, von denen ich ehrlich gesagt noch überhaupt keine Ahnung habe. Auch hier haben wir diverse LEDs, Widerstände, Kondensatoren, Chips. Keine Ahnung. Hier haben wir ein Drehpotentiometer. Ein Bewegungsmelder oder Infrarot. Mal aus. Kann das gar nicht genau sagen. Die Profis wissen, was es ist, bestimmt. Ich gehöre da noch nicht zu, aber es sieht auf jeden Fall interessant aus. Hier haben wir noch einen USB-Port, einen USB-Eingang. Alles für mich so ein bisschen noch böhmische Dörfer. Mal sehen. Das scheint so eine Art, ja, Mikrofon zu sein, Hallsensor. Hier haben wir das Display, das einfache Display. Batterie. Mikroservo, damit lassen sich bestimmt im 3D-Druck auch interessante Sachen machen und auch vielleicht für mein
Astronomie-Hobby. Oder einfach nur so zum Spaß. Und hier haben wir eine jede Menge Jumperkabel, das Verbindungskabel, das USB-Kabel, um den UNO anzuschließen. Noch ein Motor. Ein vernünftig langen Anschluss für die Blockbatterie. Ja. Wirkt sehr umfangreich. Ich bin gespannt, was damit alles so für mich als Anfänger möglich ist und ob es mir überhaupt Spaß macht, ob ich dabei bleibe. Ich glaube, das werden wir zusammen im Laufe meiner Arduino-Karriere hier auf dem Kanal mal mitbekommen. Ich lasse euch komplett teilhaben dabei und wir schauen einfach mal, wie ich vorankomme, was geht. Ich habe hier ein ganz gewisses Endziel und da müssen wir halt sehen, inwieweit ich das erreiche. Sind wir gespannt. Ich finde auf jeden Fall den Leistungsumfang hier extrem gut bis fast erschlagend. Aber je nachdem, wenn die Lernkurve recht hoch geht oder recht schnell steigt, dann wird man ja auch recht schnell mit den ganzen Bauteilen irgendwas anfangen können. Und irgendwann komme ich dann auch zu meinem Endprojekt. Mein Endprojekt, warum ich überhaupt damit anfange, das werde ich euch mal separat erklären. Wird interessant. So viel zum Auspacken. Jetzt versuche ich euch mal eben zu erklären, was denn hier alles in diesem Set dabei ist. Und zwar das möglichst kurz und knackig, ohne zu viel Fachgesimpel, wovon ich sowieso keine Ahnung habe. Wir fangen mal an mit dem UNO R3 Controller Board. Einmal. Ein LCD1602 Modul. Auch einmal. Ein RC522 RFID Modul. Einmal. Ein HCSR501 PIR Motion Sensor, also ein Infrarotbewegungsmelder. Ein Soundsensormodul. Ein Feuchtigkeitssensormodul, was also Feuchtigkeit entdecken kann. Ich komme gerade nicht auf den Fachbegriff, also Water Level Detection. Eine Remote Control, also Fernbedienung. Ein MAX7219 Modul. Ein 7-Segment-Anzeigedisplay, ein 5-Volt-Relay, ein Lüfter-Blade mit 3-6-Volt-Motor, ein Membrantastenfeld, 120 Widerstände, ein Thermistor, 5 Diode-Rectifier, das sind Diodengleichrichter, 5 rote LEDs, 5 gelbe LEDs, 5 blaue LEDs, 5 grüne LEDs, 5 weiße LEDs, 2 RGB-LEDs, 200 Mikrofarad Elektrolytkondensatoren, 2 10 Mikrofarad Elektrolytkondensatoren, 5 NPN-Transistoren, ein 4-segmentiges Digitaldisplay, ein L293D, IC, keine Ahnung, 74HC595 IC, auch einmal. Ein Steckbrett, eine 9-Volt-Batterie mit passendem Anschlusskabel, ein 9-Volt-1-Ampere-Adapter, also ein Netzteil, ein Prototyp-Expansionsmodul, ein Power-Supply-Modul, ein GY-521-Modul, ein Ultrasonic-Sensor, ein DS1307-RTC-Modul, ein Rotary-Encoder-Modul, wahrscheinlich ein Neigungssensor. Na, wir werden es mal rausbekommen. Ein SG90-Servomotor. Ein DHT11-Temperatur- und Feuchtigkeitsmodul, also ein Sensor dafür. Ein Aktivbuzzer. 65 Jumperkabel. 5 NPN-Transistoren S8050. 5 104er Keramikkapazitor. Ein Steppermotor. Ein ULN2003 Steppermotor Driver, also Treiber. Ein Infrarotmodul.
ein Joystick-Modul, ein Passiv-Buzzer, 2 10K-Potentiometer, 20 Female-to-Male-Jumper-Kabel, ein USB-Kabel, ein Tilt-Ball-Switch, 5 Buttons, 5 22 Keramik-Kondensatoren, 2 Fotozellen und natürlich eine tolle Kunststoff-Sammelbox. So, jetzt kennst du meinen Arduino-Baukasten. Und wenn du irgendwelche Tipps für mich hast, die ich als Anfänger unbedingt berücksichtigen oder wissen muss, dann hau die ruhig in die Kommentare. Ich bin gespannt, was es so alles gibt. Ich freue mich über einen Kommentar, ein Like und selbstverständlich ein Abo und sage vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.